Station 1 unserer G-Kräftetour. Wörgl in Österreich. Die erste Doppellooping-Wasserrutsche der Welt. Unsere Testpersonen Ursula und Lisa kommen von hier. In die Rutsche getraut haben sie sich bisher aber noch nicht. Welche G-Kräfte wirken auf die Körper der Mädchen, wenn sie später durch die Rutsche jagen? Wir geben ihnen ein spezielles Messgerät mit, das wir später auslesen werden. Start in 25 Meter Höhe. Ich bin total aufgeregt, ich freue mich aber schon, ich bin gespannt, was mich erwartet. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, wie das so ist. Gleich öffnet sich eine Falltür und dann erstmal 14 Meter freier Fall. Mit Höchsttempo 65 wird Ursula an die Röhrenwand gepresst. Dann ist die Höllenfahrt vorbei. Total genial, ich hab nicht gedacht, dass es so cool ist. Das ist echt super. Jetzt wird auch Lisa per Raketenstart in die Röhre befördert. Für Lisa eine berauschende Erfahrung. Manchmal ist der Rücken tickt dann meistens so 100 Kilo ungefähr. Und dann am obersten Punkt im Looping waren wir wieder ganz leicht. Deswegen, wenn man fast fliegen darf, gefühlte 100 Kilo schwer, das bewirken die G-Kräfte in den Kurven. Aber wie hoch waren sie? Planetopia-Reporter Holger Schäfer checkt die Daten des Messgeräts. Mit 2,5 G, also dem 2,5-fachen ihres Körpergewichts, wurden Lisa und Ursula in die Kurven gepresst. Noch haben sie sich wohlgefühlt dabei. Aber wir wollen noch höher hinaus. Station 2, Podlanich in Kärnten. Dort hängt die größte Schaukel Europas. Furchterregende 70 Meter hoch, befestigt an einer Brücke. Gurte anlegen und festschnallen. Natürlich auch unser Messgerät. Eine Seilwinde zieht Lisa und Ursula in die Startposition. Hoffentlich verlieren wir meine Schuhe nicht, die sind ja weg. Countdown. Wenn Ursula am Seil zieht, gibt es kein Zurück mehr. Adrenalin pur auf der Megaschaukel. Aus 70 Meter Höhe werden Lisa und Ursula brachial beschleunigt, schwingen voll durch. Eine Steigerung gegenüber der Wasserrutsche? Ich habe mich total an die Seile festgekrallt. Ja, ich zitter nur am ganzen Körper, aber eigentlich sehr gut. Wie stark wurden die Mädchen beschleunigt? Beim ersten Schwung waren es immerhin 3,4 G. Viel höher dürfen sie nicht sein, ein bisschen vielleicht, aber viel höher ist schwer auszuhalten, glaube ich. Doch es geht noch höher. Die beiden wollen es jetzt wissen, in einer der verrücktesten Achterbahnen der Welt. In der Skywheel werden sie gleich 46 Meter senkrecht nach oben schießen. Pure Angst, die Machtlosigkeit, dass du nicht kontrollieren kannst, was mit dir gerade passiert. Start, es geht steil nach oben. Und dann volles Tempo über Kopf wieder nach unten mit mehr als 100 Stundenkilometern. Nach Wasserrutsche und Riesenschaukel sind die beiden bei der höchsten Überkopffahrt der Welt an ihre Grenzen gestoßen. Wie war's denn? Ah, Gott sei Dank ist es vorbei. Ja, es war wirklich schlimm. Was war denn so schlimm? Ja, beim Aufgefahren ist das ganze Blut an den Kopf gestiegen. Man hat sich einfach nicht ganz wohl gefühlt. Mir ist ja nachher ein bisschen schlecht geworden. Also ganz wohl war man nicht bei der Fahrt. Geringe G-Kräfte wirken meist euphorisierend. Zu hohe G-Kräfte können dagegen richtig wehtun. Für die beiden ist diese Grenze erreicht, bei immerhin 4,5 G. Viel mehr halten normale Menschen nicht aus. Daher verlassen wir Lisa und Ursula an dieser Stelle. Aber wir wollen wissen, wie Menschen noch höhere Beschleunigungskräfte ertragen können. Den richtigen Ansprechpartner finden wir in Bernd Brix. In einer Zentrifuge der Luftwaffe in Königsbrück bereitet er die Kampfjet-Piloten der Bundeswehr auf die enormen Fliehkräfte im Cockpit vor. Untrainierte Menschen würden schon in einem Formel-1-Rennwagen große Probleme bekommen. Mit 5G sind die Spitzenwerte kaum höher als in der Achterbahn. Die Piloten müssen sie aber ein ganzes Rennen lang aushalten. Vor allem die seitliche Beschleunigung in engen Kurven ist extrem.
eine Rechts-Links-Belastung. Das sind recht hohe Kräfte, die eine große körperliche Anstrengung bedürfen. Weniger aus Sicht des Herz-Kreislauf-Systems, aber vor allen Dingen aus muskulärer Sicht, um den Kopf zum Beispiel gerade zu halten. Der Halteapparat des Halses, des Nackens ist dort sehr, sehr stark gefordert. Doch das ist nichts gemessen an den Anforderungen an einen Kampfjet-Piloten. Teil ihrer Ausbildung ist das ständige Training in dieser Zentrifuge. Die Zentrifuge beschleunigt jetzt bis auf unfassbare 9G. 15 Sekunden lang muss der Soldat das aushalten. Selbst für gut trainierte Jetpiloten kann das Neunfache ihres Körpergewichts gefährlich werden. Ohne spezielle Atemtechnik droht der Kollaps, der sogenannte G-Lock. Herr Parmeier, wir haben abgebremst. Alles klar. Der Körper des Piloten kommt dabei an seine Grenzen. Das Blut versackt in den Beinen. Das Herz kann nicht mehr ausreichend Blut in das Gehirn transportieren. Und wir haben nur eine ganz, ganz geringe Reserve an Sauerstoff. Und wenn die aufgebraucht ist, dann werden wir ohnmächtig. Damit das Blut nicht in den Beinen versackt, tragen die Piloten spezielle Druckanzüge mit Luftpolstern. Selbst dann platzen unter der enormen G-Last die Kapillaren unter der Haut. Dazu trainieren die Soldaten intensiv, vor allem die Muskulatur im Hals- und Nackenbereich. Das Beste ist sicherlich eine gute Kombination aus Ausdauer und Krafttraining. Denn im Anti-G-Manöver muss ich ja versuchen, alle Muskeln so gut wie möglich anzuspannen, um das Blut aus den unteren Körperpartien wieder Richtung Herz zu transportieren. Erst nach einem harten Training dürfen die Piloten dann in ein echtes Cockpit. Im Eurofighter werden bei extremen Manövern kurzzeitig sogar Spitzenwerte von 13G erreicht. Mehr kann ein Mensch eigentlich nicht aushalten. Die G-Kräfte, die sozusagen von Kopf in Richtung Fuß wirken, da können wir etwa 12G, 13G aushalten. Außerhalb dieser Grenze ist schlicht und ergreifend unser Körper nicht mehr in der Lage, die normalen Funktionen aufrechtzuerhalten. Überleben kann man noch höhere G-Kräfte nur für Sekundenbruchteile. Wir sind auf einem Testgelände für Schleudersitze. Im Moment des Ausstoßes wirkt das 15- bis 20-fache der Erdanziehungskraft. Die Organe werden extrem belastet. Die Bandscheiben zusammengepresst. Der Körper wird vorübergehend mehrere Zentimeter kleiner. Wenn die Sitzposition optimal ist, wenn die Wirbelsäule gut gestellt ist, dann ist das auch ohne Verletzungen möglich. Aber es kann natürlich auch vorkommen, dass die strukturellen Festigkeiten unserer Wirbelsäule überschritten werden und damit kann es auch zu Wirbelbrüchen kommen. Mehr als 10.000 Rettungsausstöße gab es weltweit schon. Die meisten bei Trainings- und Routineflügen. Der Schleudersitz, ein Lebensretter und absoluter Spitzenreiter bei den G-Kräften.